So, ich bin zurück, hab gedockt, gelandet, gemacht und getan. Und jetzt würde ich sagen, Solitude, der Blutnebel, wie weit, ach, der Blutnebel ist, glaube ich, noch. Ne, der ist ja gar nicht mal so weit entfernt. Was haben wir da im Blutnebel? T-System ist grundsätzlich spannend. RM. Ein O. Könnte man natürlich auch schon mal einen Blick reinwerfen, wenn wir schon da sehen. Core-1-System, da können wir aufschließen, da gehen wir hin. Da kriegen wir unseren ersten. Den Aufschließschlüssel habe ich. Das ist 122 Lichtjahre. Aber da fliegen wir sowas von hin. Die Progenitor-Matrix habe ich, wenn man da schon in der Nähe vom Core-1-System ist. Würde ich sagen. Ja. Ich muss es jetzt bloß wieder finden. So, 75. Oh, hör auf zu zicken. 75 Lichtjahre. Bist du brav? 48. 100. 100. M200. F3, 48. Fliegen wir mal nach da und dann können wir weiter hoppeln. Denn das, wäre auf der To-Do-Liste sowieso, die Core-Systeme zu. Ich hoffe, da braucht man nicht wieder eine Pre-Quest. Ich hab's natürlich. Wir sind halt jetzt zufällig da, ne? Fliegen wir hin und schauen. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber die Matrix, die habe ich. Die habe ich. Die habe ich in meinem Closet. Habe ich sie in meinem Closet? Habe ich natürlich nicht in meinem Closet. Wo habe ich das Ding hingeschlampert? Ich hatte sie auf jeden Fall mal. Ich werde sie finden. Ich habe sie auch irgendwo hingepackt, damit ich sie ja nicht verschlampe. Egal. Wir werden sie finden. Wir gehen uns erstmal die Systeme anschauen. Komm mal rum mit dem Bobbes. So, wir haben eine Base, eine Space Station, Gottes Willen. Eine Trading Station, da kann man Blunder verkaufen, vielleicht. Wir wissen nicht, zu welcher Fraktion sie gehört. Dann haben wir Irradiated. Baron. Und nochmal Baron. Würde ich sagen, erstmal die Trading Station betrachten. Was es da so gibt. Dann gucke ich auch mal auf die Baron Moons. Wenn ich da irgendwas Interessantes finde, werde ich es auf jeden Fall aufnehmen. Vielleicht fliegen da gemeinsam hin, vielleicht schneide ich es auch raus. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Aber irgendwann mal werden wir auch die Xerox Control finden, vermutlich im Xerox Gebiet, aber ich habe ja auch schon am anderen Ende der Galaxis Xerox Pois gefunden, weit weg vom Xerox Gebiet, also ausgeschlossen ist nix. So, dann mal rum mit dir. Die gehören den Wastelandern. Und da haben wir noch irgendwas, das könnte wahrscheinlich den. Oh, wir auch potten können. Ich habe nämlich überhaupt gar keine Lust, da jetzt zu fliegen. Erstmal gucken, was es ist, ob man da überhaupt vernünftige Deals kriegt. Weil die Faction ist ja nicht so dolle mit denen. Wir haben ja einen Potter, dann können wir den noch nutzen.
Schild runter. Trading Hub, ja. Da können wir nicht hinporten, weil wir keine Faction mit denen haben. Oh mein Gott. Wir sind doch aber neutral mit denen. Wir brauchen mehr wie neutral. Dann fliegen wir da halt hin. Vielleicht sind ja auf der Trading Station Quests. Das andere dürften dann arg sein, diese cremebraunen. Gut, dann. Müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und fliegen. So. Ist ja klar, Killing ist schlecht, Destroying ist schlecht, 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 schlecht. Mein Harvest Blende. Das gibt keine Möglichkeit, mit denen Faction zu gewinnen, ne? Arg. Auch da wird's perspektivisch schlechter. So, da sind wir. Ist mal erfrischend anders. Bitte bremst mal kurz. Oh, sieht cool aus, würde ich sagen. Ich wollte eigentlich dann ein Stückchen drüber und mich relativ zentral hier drüber hängen, denn dann habe ich idealerweise Empfang mit der Hauler und mit der Pride, denn die Holler hat vorne ihren WLAN-Würfel und die Breit hat hinten am Bob ist ein WLAN-Würfel. Vielleicht haben wir ja Glück und es geht auf. Heile sind wir, wir brauchen Essen und Sauerstoff. Ach du Gott. Sauerstoff, ich kenne mich auch mal mit dem Schiff nicht mehr aus. Oh, wollen wir mal schauen, was ist da so alles. Warum haben denn die ihre Leuchte? Drill Laser Module. Wie macht man das, dass diese Dinger ihre Waffe anhaben? Merkwürdig. Aber was für einen Sinn macht denn das, mit einem Drill Laser Module ein Schiff anzubohren? Keine Gedanken machen, Freund. So, gehen wir uns erstmal aufwärmen. So, guten Tag. Oh, da ist ein Roboter. Du kaufst und verkaufst alles Mögliche. So, 700. Du kaufst Unterpreis. Das ist inakzeptabel. Wir werden keine Freunde. Du kaufst aber auch nur, ne? Du hast keine Quest. Ja, super. Dann haben wir da schlechte Karten. Da drüben ist eine Tür. Was steht denn da? Gumbledore's Gumbletown. It's noisy. Ja, absolut. Industrials sind noisy. Da hätten wir auch den Kern schon einmal. Das ist cool gemacht. Ich weiß sogar, wie man es macht. Und da ist eine Trade Station. Medical? Ach, guck mal da, das ist mal kein Okay. Nehmen auch mal gern Armor und Booster. Die gehen alle für 5000 über den Tisch normalerweise, gell? $2,35, das ist witzlos. Witzlos hier einzukaufen.
Oder auch zu verkaufen. Hier ist ein Porter. Verstehen wir. Das sind mal keine Falle über den Köpfen. Dann ist das durchaus schade. Aber bei dem Preisniveau kommt man nicht ins Geschäft. Komponenten. Hey da. Ach, schwierig, die Fahrstühle. Da ist ein Wasteletter, wenn nur auch keinerlei Quests, ne? Keinerlei Möglichkeit, die Faction zu heben. Gucken wir mal da noch in die Disco oder was auch immer das sein mag. Ist die Tür. Alles klar. Eine Art Bulletin Board. Auch keine Quests. Ja, nö. Schick, aber brauchen wir nicht. Warum ist die Garage auf? So, eigentlich, wenn man da rausgeht, sollte sie zugehen. Sind die Logikschaltkreise aus? Signals. You are cold. Ich bin fasziniert. Warum gehen meine Signale nicht mehr? Jetzt sind sie an. An, aus. Vielleicht haben wir sie irgendwann mal kaputt repariert. Hangar Door. Ihr Hangar. Naja, wir wissen es nicht. So, also, die Langweilige hat mich jetzt hier völlig erschlagen. Ich bin hier ein bisschen rumgedöst, aber gedüst. Ich bin jetzt wieder hier zurück, hab angekoppelt. Jetzt fliegen wir Richtung blutiger Nebel, Blutnebel, ja, blutiger Nebel. Ich habe hier ein T-System ausgemacht. Und da würde ich jetzt gerne hinfliegen. What? You are not connected to a container via the logistic network. Ja, ich will ja auch nicht in einen Container, ich möchte... Danke. Ich drücke wieder auf allen möglichen Knöpfen rum. Das sieht aber sehr blutig aus. Man sieht kaum was. Cool. Spannend, spannend. Wir haben... ein Drohnen-Mining-Site-Dingsbumster für Capitals verboten. Drone-Infested Asteroid, Drone. Dann haben wir hier wieder eine Mining-Site 5. Dann haben wir ein Kristallmond. Finde ich schick. Und da haben wir eine Vielzahl an Monden. Komm mal hier rüber. Wir haben Barren Moon, vulkanischer Mond, Lavamond, Methanmond, 0,6 G, da können wir durch.
Ein Small. Die sind alle klein. Ein Medium. Eismond. Eismond. Methanmond. Methan. Also grundsätzlich spannend, was es hier für Monde gibt. Aber ja. Ich glaube, ich nehme den Mond. Ah, wir können nur nach Pia fliegen und dann müssen wir uns da durcharbeiten, vermutlich. Nö, wir können Mond einen Sektor direkt anspringen. Dann schauen wir doch mal kurz auf den Mond drauf und dann würde ich sagen, lassen wir schon wieder fast die Folge sein. Kommst du bitte mit der Nase rum? Haben wir ja viel erlebt. Tada. Oh Gott, schaut euch das mal an. Hier ist es alles voll mit Drohnen. Da würde ich sagen, ganz schnell abkoppeln und machen, dass wir mit der Pride nach vorne kommen. Dass wir nicht aus Versehen Aggro nach hinten ziehen. Raster aus, Shield, Turrets. Da machen wir jetzt alles an, auch die Bergbau-Turrets ist wurscht egal. Keine Lust, mich damit jetzt auseinanderzusetzen, wo ich drauf drücken muss. Ja, komm, 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 du kommst da durch. Danke. Warum der sich da manchmal festhängt? 2, 4 große Schiffe habe ich auf dem Radar, respektive auf der Karte. Wir schauen mal schnell, was es ist. Das sind Small Swarm. Noch ist es ein Harvester, ist auch langsam. Ich vermute, das wird wieder so sein, dass die möglichst wieder gespawnt werden, wenn wir in die Nähe kommen. Da macht es plötzlich wieder flupp und der Sektor ist überbevölkert. Ein Nullifier sehe ich, der macht mir eigentlich keine Angst. Den können wir ja. Ja, läuft. Können wir mal aus dem Weltall schießen. Normalerweise dürfte jetzt nichts zur Hauler fliegen. Wenn was spawnt, spawnt das ja immer in der Nähe vom Spieler. Und wenn wir da weit genug weg sind. Da oben ist auch noch ein Nullifier. Der ist mir da zu nah an dem anderen Gerappel. Dann greifen wir den da oben an und dann werden die ja automatisch getriggert. Ach du meine Güte. Laser. Helft mal bitte mit, die Drohnen zu erschießen. Das ist ja krass. Ich räume mal schnell die Drohnen weg.
So, ich habe hier mal alles Mögliche ausgedünnt. Die Nullifier, die sind hier wieder in der Wallerei verteilt. Die Drohnen, also sobald die ganzen gespawnten Drohnen weg sind, ist das nicht mehr so die Herausforderung. Vor allen Dingen, wenn man die Nullifier hier auf 1, ne, zwischen 1, und 1,3 hält. Die einzelnen Raketen sind überhaupt nicht der Rede wert. Manchmal kommt so eine ganze Lafette da, das hier, was so schnell schießt, raus, das sind EMPs. Die reißen dir relativ schnell die Schilde runter. Da musst du entweder fliegen oder du machst es so wie ich, bist lethargisch und tankst den ganzen Kram weg. Da hast du halt ein paar Dellen, ja, hoch Gott, dann kommt halt wieder die Reparaturmaschine. Bin da flexibel. So, und da dürfte jetzt auch relativ schnell Ruhe sein. Wobei jetzt, wo die Kamera an ist, ist das mal wieder der Vorführeffekt. Er will ums Verrecken nicht explodieren. Jetzt hat er's. Haha. Elebedge. Oh, mein Freund. Ja, Pride, es ist kaputt. Es schießt nicht mehr, es ist tot. Juhu, wir haben es geschafft, reinzupacken. Machen wir jetzt anders da. Schubdüsen aus. So, was ist denn von dir übrig? Nicht viel, nehme ich an. Dafür sind wir jetzt garantiert in Reichweite. Drohnenkanne. Ich bin kalt. Ja, das ist okay. Dann bin ich kalt. Ich bin kaltschnäuzig. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu kalt. Oh, schön, danke. Das ist der dicke 20.000er Container. Jetzt müssen wir da schnell wieder zurück, sonst geht die. Ja, EMP-Turrets. Geht das Essen so schnell leer? Jetzt weiß ich ja, warum die Kamera gesponnen hat. Weil wir natürlich mitten in dem komischen Schiff hier gesessen haben. Aber hat sich schon wieder rentiert, ne? So richtig rentiert. Kanone müssen wir noch irgendwo. Hey, nee, bitte nicht. Ich zeig dir bei dir jetzt. Ach, danke. Man muss nur laut genug schreien, dann geht das von alleine lose. Ne? Eben habe ich mal gar nichts gemacht. Er hat sich von alleine losgehettert. Ist ja unglaublich. So. Haha, wir sind frei. Muss Elion gehört haben. Hat Elion natürlich nicht gehört. So, wir wollten uns diesen Mond hier eigentlich anschauen.
kann ich jetzt. Doch, ich fliege mit der Dicken runter. Wer weiß, was uns da unten erwartet. Zumindest haben wir ein thronverseuchtes T-System. Das ist sicher. Prometheum. Iron. Neodymium, bis der Notarzt kommt. Auch nicht schlecht. Frag mich jetzt, was das für Heat Signatures sind. Vielleicht sind das diese komischen Feuerkavernen. Iron. Da würde ich tatsächlich mit einem Bohrer reingehen. Ich war ja schon mal mit einem Wessel drin, habe mich da ewig verfahren. Keine Lust, das aufzudecken. Partout nicht, ne? Lava Tubes, okay. Und? Funktioniert immer wieder der Trick, ne? Oh, ist hier Schwerkraft. Null Komma eigentlich, ne? Wie viel Temperatur haben wir denn eigentlich? Das ist wieder so eine Frage. Wir haben eigentlich zu warm, ne? Du merkst halt wirklich, du bist nicht im Weltraum, ne? Geht safe voran. Jetzt geht's ein bisschen schneller, wenn wir geheilt sind. Ich möchte jetzt da nicht runterspringen. Wir müssen in den Hangar kommen. Da gibt es leider nur einen Weg für hin. Rundreise durchs Schiff. Ja, gleich sitzen wir hier in der Berber, dann sollte das. Wenn man halt nicht ausschaltet, ne? Wenn man es nicht ausschaltet. Komisch, jetzt gehen die Signale. Begehbar. Nach Platz.
Ja, schon fast wieder ein Verdacht, die hat sich's ausgetubt, ne? Nö, ne? Raststone und. Langweilig. So, dann tust du mal bitte mit der Nase das hier wegbohren. Okay, das ist faszinierend. Aber hier ist erfrischend wenig. Vielleicht sind die auch zu Fuß begehbar. Früher waren das mal echt Tunnel bis nach Bagdad. Probieren wir mal an der nächsten Lava-Tube aus. Es navigiert sich halbwegs schlecht. Neodymium. Eigentlich Licht dabei? Nee, ne? Haben wir schon angehabt. Da ist die Lavaröhre. Lavatube, ja. Da ging es weiter. Das ist, weiß ich nicht. Gucken, ob wir da reinlaufen können. Bohrer habe ich jetzt auch noch dabei. Das Golderz. Ach ja, da kann man Golderz aufsammeln. Wie nett. Oha. Das sind Geysire oder so, sind die Richtung. Das ist größer als vermutet. Vor allen Dingen, ne, fängt hier jemals wieder raus. Okay, in der Lava ist es ein bisschen wärmer. Resource Drill, Fine Drill, Filler, Flattening. Geht auch nicht. Ich will einfach nur Löcher.
das Goldohr ist. Scheint mal golden, ne? Aber hier scheint es auch golden. Ich guck, oh, das ist aber nur eine Reflexion. Ja. Okay, aber was will ich jetzt hier unten? Weiß ich noch nicht so genau. Das ist das hintere Ecke der Kaverne. Kann man hier eine Drohne spawnen? Das kann man nicht abpflücken. Das dürfte erntbares Gold sein. Ja, gut, ich meine, schlecht ist es jetzt nicht. Aber wir haben ja 2.000-3.000 Gold gerade gesammelt. So die Frage, ne? Das ist jetzt wieder so ein Jump-and-Fall-Spiel. Ich nicht wirklich beherrsche. Wo habe ich denn gerade eben gebohrt? Es ist so rabenschwarz in dem Loch hier. So, jetzt stehen wir. Da ist unten. Oder da ist unten. Da ist auf jeden Fall oben. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Löcher überhaupt nicht leiden kann? Da oben. Haha. Ich hab's geschafft. Und da geht's raus. Juhu. Unerwartet. Was habe ich denn da angestellt? Ich habe es kaputt gemacht. So, wir sind aus dem Erdloch rausgekrabbelt. Ich sehe hier Gold. Ich weiß nicht, ob es Gold ist. Scheint mir aber eher normale Erde zu sein. Auch wenn sie golden leuchtet, gibt aber keinerlei. Hier ist Gold. Stein. Und das für ein Riesenschlot. Guten Tag. Wie warm ist es unter den Füßen? 150 Grad. Mir immer noch nicht so ganz begreiflich, wie sich die Temperatur errechnet. Minus 57 Grad. Das ist okay, da werden wir auf jeden Fall nicht die Füße mich uns verbrennen. Minus 57 Grad auf dem Lavaplaneten.
Finde ich durchaus spannend. Okay, das ist einfach nur ein Schlot. Warum auch nicht? Mal wieder zurück zum Schiff, nicht, dass wir zu weit abkommen. Wo ist mein Kaffee eigentlich? Also, hier liegt immer wieder bröckchenweise Gold rum zum Aufheben auf Lavaplaneten. Das ist nicht weiter erstaunlich. Steht ja auch in der Beschreibung drin von dem Planeten. Ein bisschen dunkel ist es, ne? Sind noch Lavatuben. Ah, da waren wir drin. Aber da hinten ist ja auch unser großes Schiff. Fliegen wir mit dem noch ein Stückchen. Vielleicht finden wir noch was mit dem großen Radar. Die Lavaröhren. Haben wir ja schon zwei betrachtet. Vielleicht noch irgendwann mal eine dritte. Oh, warum hängt das jetzt? Hallo? Oh mein Gott. Windows rührt ganz wild auf der Festplatte rum. Und da haben wir noch was. Das dürfte aber auch eine Tube sein. Auf jeden Fall hier ist wieder ein Stück weit heller. Ja, wird vom Radar nicht aufgedeckt. Muss eine Tube sein. Ja. Dunkel. Gucken, wie groß die hier ist, ob sich das der Abstieg rentiert. Na, hier kann man wieder Gold pflücken. Mit der Drohne kann man kein Gold pflücken. Nee, kann man nicht. Und dann geht es hier wieder ewig weit runter. Und dann müssten hier wieder Lavaseen sein. Sind aber keine. Da ist der Lavasee. Alles klar, haben wir verstanden. Erscheint mir ähnlich wie die andere Röhre. Gar nicht mal so schlecht gemacht, finde ich. Da ist Ore Left, da waren wir schon gucken. Das ist Iron, Iron. Nicht, dass wir jetzt Iron bräuchten. Kannst du bitte nach oben fliegen? Oh, komm, 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 komm. Ja, dann nehmen wir den Vorwärtsgang. Ja, deutlich angenehmer. Ja, warum auch nicht? Jetzt haben wir uns einen Lavaplaneten angeschaut. Wenn wir mal die Nase reinstecken. Ich bin immer noch ein bisschen. Mann, die Schwerkraft. Oder die nicht vorhandenen Schubdüsen. Ich bin immer noch ein bisschen erstaunt über die Giftplaneten, auf denen wir waren, dass wir da kein. Und da oben ist da ein Stück. Dass wir da kein Giftmüll und so gefunden haben, ne? Hat mich jetzt minimalst verwundert. So, komm, mach mal auf. Wo hängen wir bitte?
So, geht doch. So, wenn ich jetzt aus der Garage rausgehe, müsste eigentlich. Ja, jetzt gehen die Türen wieder zu. Komisch, warum das vorhin gehangen hat. Oh, aber ja, wir müssen ganz dringend Nahrung aufnehmen. Und da haben wir auch noch Neodym rumfahren. Packen wir mal in den Harvest-Container. Wenn ich ihn jetzt wieder finde auf die Schnelle. Graphit. Ich wollte essen. Schon wieder vergessen, hey, meine Güte. Rawfood, nein. Fridgefood, ja. Ich muss mal wieder Miet jagen gehen. Ich habe so viel Dino-Eintopf schon gekocht. Oh, und Pflanzen will ich pflanzen. Mache ich nach der Folge, wenn die fertig ist. Unbedingt ein bisschen Miet pflanzen. Ach, Miet pflanzen, nein! Gemüse pflanzen. Irgendwo hängen wir fest. Bin doch jetzt schon wieder begeistert. Wenn ich jetzt wieder wüsste, wo. Hier. Ich muss nach oben und nach links drehen. Das geht mit einer Hand nicht. Weil mit der anderen muss ich ja mit der Maus schlenkern. Okay, ich werde mich befreien. Wir sehen uns in ein paar Sekündchen wieder. Also für euch nur ein Cut, für mich wahrscheinlich wieder. Naja. So, ich habe mich losgeeiert. Fliegen wir einfach mal grob nach Westen. Gucken, was wir da noch so alles finden. Jede Menge Ressourcen. Ich glaube nicht, dass wir außer Lavaröhren hier noch irgendwas anderes finden werden. Dann können wir ja eigentlich auch mal unser Pentaxid noch füllen und den nächsten Mond anwerben, wenn wir uns den noch anschauen wollen. Sieht schick aus. Schaut euch das an. Eine Capacitor-Matrix, die kann ich hier natürlich überhaupt nicht ausstehen. Da werden jetzt wahrscheinlich gleich wieder die ganzen Trönchen und Nullifier kommen. Also in den T-Systemen, muss ich sagen, kann man sich richtig austoben, was Drohnen angeht. Aber da fliegen wir jetzt einfach knallhart auf den Mond zu. Ignorieren das alles. Ist sowieso alles an. Was da aussucht und. Da kommst du halt einfach, egal wie viel DPS du hast, nicht hinterher bei der Masse an Drohnen. Zirax-Gebiet. Komm, schalten wir hier mal erstmal die Flugsteuerung an, dann schalten wir die Laser aus. Erstmal gucken, was wir da haben. Neodymium-Silo und ein, ich weiß nicht was Silo, Satium-Silo, Promethium-Silo, eine Comstation, die könnten wir natürlich besuchen gehen, die Herren Cirax, denn die Silos kenne ich tatsächlich noch nicht. Refueling-Depot kennen wir, die Throne Base, Level 1, die kriegen wir auf jeden Fall geknackt. Sieht nicht danach aus. Doch ist bewaffnet. So, dann können die Gaussen mitschießen. Noch ein bisschen hoch mit dem Hintern. Die Gauss, die schießen allerdings auf die Reaktoren.
Ich glaube, wir haben den Generator schon rausgeschossen. Gold. Auf dem Methanmond gibt's Gold. Da hinten sind jede Menge Unknown Artifacts. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viel auf einen Haufen hängen. Jo, geht auf. Ach, diese Dinger kenne ich. Die sind normalerweise überbevölkert mit Ziraxen. Da sind wir schon mal ganz bös gestorben. Ich glaube, das war eine weise Entscheidung, die Dinger hier. Zu ent. Ja, wie soll ich sagen, ne? Zu Endgeneratoren. Was ist denn das eigentlich? Xenometer. So, können wir einen Kern stellen? Können wir stellen. Sogar den Kern rauszuziehen mit. So, oh, das ist schön. Ein bisschen Heilezeug. Magnesium, Platin-Ingot. Gerne. Und 37 Neodymium. Lassen wir es einfach mal so stehen und kommentiert erstmal. Mal gucken, was wir in den anderen Container finden. Irgendwas schießt. Möglicherweise war es mein Schiff. So. 250 Promethium. Danke. 500 Promethium. 750, 999 Promethium. Was war das Ding? Das war doch aber kein Promethium-Tank. Das war doch ein Neodymium-Tank. Okay. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Sauerstoff. Das sind jetzt noch die Waffen, die man looten kann, wenn man denn will. Es war ein Promethium-Silo. Alles klar, dann war das okay. 1000 Promethium ist in Ordnung. Nee. Chips ohne Ende. Da vorne ist noch ein Silo, Copper Deposit. Neodymium-Silo. Da schauen wir mal rein, ob Neodymium drin ist. So, dann werden wir da schnell in den Keller gehen. Das Telefon hat mal wieder geläutet. Wie immer. Und haben wir Neodymium? Ja, ach, aber leider nur Ohr. Aber das macht auch nichts. 1000 Neodymium-Ohr. Tausendachtundvierzig. Ja gut, wir hatten glaube ich noch 48 im. Ja, ich hatte ein klein bisschen gerade hier rumgeladen. Wo ist denn hier der Loot-Container? Ah, den haben wir in die Luft gejagt. Da liegen die Überbleibsel. Es ist eigentlich okay, der mechanische Drill ist auch nicht verkehrt. Hier ist voll, wie es ausschaut. Knarf. Dann können wir das hier mal in den Out packen. Dann sind zumindest mal die Bauteile unterwegs. Ich muss wieder aufräumen, oder? Ich habe uns wieder Kerne gefarmt. Die können wir auch mal wieder aufstellen. Es gibt so viel zu tun noch. Es gibt noch so viel zu tun für uns. Selbstschussanlage, die kann man zerdeppern. Ach, das ist meine Gauss. Ja, die Gauss, die möchte ich natürlich behalten.
Das packen wir mal ins Closet. Datapads schon. Die Poster, die gehören eigentlich auch ins Posterfach. Da habe ich hier, glaube ich, auch noch eins. Ja, ich habe hier irgendwo eins. Da ist es. So, noch einmal Glossert. Da kommen die beiden rein. Und ins Closet Nummer 2 kommen die beiden Poster rein. Mein Schlüssel habe ich, den Progenitor-Schlüssel wahrscheinlich, also die Translation-Matrix auf der Bane rumfahren. Weil hier habe ich, oder ich habe in irgendeine Kiste geschmissen, die ich nicht ständig aufmache. Da findet sich aber. So, und das Miststück werfen wir sofort in die Fabrik. Factory Wafer. Er wird auch immer voller. Na gut, das war doch mal nicht ganz verkehrt, würde ich sagen. Das war echt nicht verkehrt. Dann werden wir hier einen Cut machen. Ich wüte hier noch durch die ganzen Silos möglicherweise. Als allererstes werde ich mal hier rumfliegen, gucken, ob wir noch irgendwas schönes Tiraxisches finden. Vielleicht die Throne Base, da sind möglicherweise mechanische Einheiten drin, dass wir hier mit unserem Berufsquest vorwärts kommen. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr reingeschaut habt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Obala. Denkt an ein Abo, falls nicht geschehen, würde ich mich sehr drüber freuen. Als Unterstützung und Dankeschön für all die Arbeit, die ich mir hier fast täglich für euch mache. Die Ohren um die Nacht um die Ohren schlagen, nicht die Ohren um die Nacht, aber auch das manchmal. Ich bitte euch, eure Fragen, Kritik, Meinungen, Ideen, was auch immer, unter das Video zu schreiben. Ich freue mich da immer total drüber, über nette Worte. Die Fragen und Antworten, was auch immer, werde ich natürlich auch alle durchlesen und beantworten, soweit das die Arbeit zulässt, so schnell wie möglich. Haltet die Ohren steif. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.